Hallo, ich bin Konrad Rennert, der Geschäftsführer von Blue Pages. Ich möchte mit diesem Video ein Seminarangebot vorstellen. Pädagogen sollen nach dem Seminar in der Lage sein, eine vorhandene Lern- und Informationsplattform zu nutzen. Diese Plattform ist bereits in vielen Schulen und den meisten Hochschulen vorhanden. Sie wird auch den jüngeren Pädagogen in der Regel bekannt sein. Bei dem Seminarangebot geht es um den praktischen Einsatz am Arbeitsplatz und die Teilhabe an der Bereitstellung von internen Informationen, sei es für die Schüler oder sei es hausintern für Verwaltungszwecke. Jetzt zur Vorstellung: Medienkompetenz, der Praxisteil für Pädagogen. Der theoretische Teil wird sicherlich bekannt sein, falls noch nicht, dann kann man das im Selbststudium ergänzen. Dazu gibt es eine ganze Reihe guter Videos, die auch leicht verständlich sind. Im Hintergrund, da sehen Sie also so ein paar Beispiele. Im Text zu diesem Video, da sind dann die Links zum Anklicken auch genannt. Jetzt zur detaillierten Beschreibung. Papier ist geduldig, das wird auch irgendwo abgeheftet, aber ob man es dann wiederfindet, das ist eine andere Frage, oder ob man überhaupt danach sucht. Das Smartphone hingegen, das hat man immer dabei. Es ermöglicht den authentifizierten Benutzern, und das können Azubis, Studenten, Schüler, Ausbilder, Lehrer, Eltern. Das können also alle sein, die irgendwie mit der Bildung oder Ausbildung zu tun haben. Die Eltern sind ja angesprochen, wenn es um minderjährige Kinder geht. Ansonsten ist jeder für sich selbst verantwortlich. Wenn man jetzt an die Anmeldung auf dieser Lernplattform denkt, dann ist vielleicht die Analogie zum Online-Banking sehr gut. Wer im Sinne des Datenschutzes handelt und auch die Zugangsinformationen natürlich sehr vertraulich behandelt, der wird die Daten genauso sicher wissen wie sein Geld oder seine Informationen über das Konto bei der Bank. Das ist also ganz wichtig, dass man sich darüber bewusst ist, dass man da nicht leichtfertig mit Passworten und Benutzernamen umgeht und vielleicht auch gar nicht erst auf die Idee kommt, das auf sozialen Plattformen bekannt zu geben. Im Bildungsbereich ist die am weitesten verbreitete Lernplattform unter dem Namen Moodle bekannt. Millionen setzen sie ein, aber vielen, auch wenn sie schon Jahre einsetzen, denen sagt der Name nichts, weil die Schulen verwenden oft eigene Namen und da taucht also der Name nicht auf, so wie man mit Kalkulation oder Tabellenkalkulation meistens Excel meint. So ist eben bei Lernplattformen das, was da Standard ist, Moodle, aber es ist eben kaum bekannt. Die Vorkenntnisse, die man haben sollte, wenn man sich in die Seminar begibt, sind nicht allzu groß. Man sollte sich in der Handhabung von Browsern auskennen, und weil man ja auch Texte erstellt oder vielleicht auch Bilder erstellt oder was auch immer in Dateien abgelegt werden kann, da ist natürlich gut, wenn man sich mit der üblichen Software für Office-Anwendungen auskennt, sprich eine Textverarbeitung, vielleicht eine Kalkulation, eine Präsentation. Das ist das, was man da eben vielleicht vorher schon kennen sollte. Was sind die Inhalte? Wie meldet man sich an? Wie sieht die Benutzeroberfläche aus? Wie ist es mit dem Kennwort? Das macht mehr Probleme, wie man denkt, weil einfache Kennworte sind bei dieser Lernplattform oder Informationsplattform nicht vorgesehen aus Datenschutzgründen. Der Datenschutz ist ganz wichtig. Es muss sichergestellt werden, dass nur die authentifizierten Benutzer auf ihre Daten zugreifen können und eben kein anderer so zufällig mal wichtige Informationen abgreifen kann. Also das ist wirklich analog zum Online-Banking. Die Zugriffsmöglichkeiten, die müssen verstanden werden. Es muss auch jeder wissen, wozu pflegt man Profile, was gehört da rein, was will ich von mir preisgeben. Das sind alles Dinge, die offensichtlich bei vielen Jugendlichen noch nicht so ganz bekannt sind. Sonst würden sie sich nicht mit Profilen bei Facebook umgeben, die letztendlich im privaten Bereich keiner breittreten würde, diese Informationen, die da einsehbar sind. Die Teilnehmer, das heißt jeder, der da mitmacht, der hat natürlich die Möglichkeit, eine eigene Mappe anzulegen, wo er Dateien reinpackt, die er immer wieder braucht, wo er nur selbst drankommt, also eigene Dateien dort hochzuladen. Und dann ist man natürlich auch unabhängig von seinem Rechner. Was da hochgeladen ist, kann man mit jedem Endgerät eben abrufen. Was man dann gemeinsam benutzen möchte, das sind beispielsweise Schülerzeitungen oder Elternbriefe.
wie wird sowas erstellt, wie werden Begleitmaterialien zu Projekten erstellt, wie werden Bilder oder Videos wie dieses hier zum Beispiel erstellt. Das kann man natürlich da in so einem halben Tag schon mal ansprechen, auch die Software, die dafür geeignet ist. Wichtig ist natürlich auch, dass man sich sehr gut auskennt, und das wird dann auch der Inhalt sein, die geeignete Form der Bereitstellung zu wählen. Wann wähle ich eine Datei, wann Link, wann lege ich eine Seite an, hier auf der Plattform, also jetzt nicht eine Website, sondern einfach eine Textseite zur Information. Wann lege ich Mappen an, wozu lege ich die an? Dann ist ein wichtiger Punkt, welche Aktivitäten sollte man können, Abfragen, Umfragen, Foren, vielleicht die Aufgabe, wie kann ich einen Test auslösen. Ein Test muss also nicht nur eine Prüfung sein, wo man irgendwelches Wissen abprüft, sondern beispielsweise auch, wenn man jetzt an Unterweisung denkt, die Bestätigung, dass man diese Unterweisung gelesen und verstanden hat, damit diese protokolliert wird für die Einrichtung, damit das also letztendlich eine automatische Liste gibt, automatisch erstellte Liste, wo man nachschauen kann, wer hat welche Unterweisung schon zur Kenntnis genommen. Ein ganz interessantes Highlight oder das Sahnetüpfelchen ist natürlich, Wikis anzulegen. Das macht Sinn, weil wir wissen, wie sinnvoll die Wikipedia ist. Sowas kann man natürlich auch im kleinen Umfang für bestimmte Projekte machen, im Unterricht oder wo auch immer man vernetzt Informationen hat. Das kann natürlich auch bei einer Party sein, wo man dann letztendlich über diese Vernetzung die Zuständigkeiten darstellt. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Das Wiki, wenn man das also jetzt sehr kreativ einsetzen möchte. Die Dauer. Die Dauer von 4 Stunden für die Präsenzzeit, die ist eventuell ein bisschen verlängerbar, falls da Videos eine Rolle spielen. Es macht Sinn, eine Woche vorher schon Zugriff zu geben auf die Dinge, die vielleicht gewusst werden sollen, also theoretische Sachen, die man vorab kennen sollte, allgemeine Informationen, die sinnvoll sind. Dann kommt das Seminar mit 4 Stunden und danach kann man dann noch eine Woche lang auf die Inhalte zugreifen oder sich im Forum dann mit Fragen betätigen, um dann von dem Vortragenden Zusatzinformationen zu bekommen. Das ist im Preis enthalten. Wenn man darüber hinaus auf dieser Lernplattform, die hier als Ergänzung bereitgestellt wird, tätig sein will, dann kann man das natürlich über ein Abo regeln oder eine Dienstleistung, die bezahlt wird. Und das ist aber dann eine Sache, das muss extra vereinbart werden. Die Kosten für das Paket 4 Stunden plus eine Woche vorher und eine Woche nachher, die betragen 476 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Dazu kommen die Reisekosten für den Seminarleiter. Und erklären sollte man noch, wer das im Rahmen der Medienkompetenz für seine Einrichtung macht, der kann bei der Landesmedienanstalt seines Bundeslandes nachfassen. In der Regel wird bei Einrichtungen wie Kindergarten oder Schule ein Zuschuss gewährt bis zu 50%. Das kann man dort aber im Detail erfahren. Und da muss man dann formlos einen Antrag stellen und begründen, was man damit machen will. Also was man im Seminar lernen will. Ort und Termin können abgesprochen werden. Wichtig ist, dass der Ort, den Sie wählen, eben Internetzugang hat. Die Geräte, die sollten entweder verfügbar sein oder die sollten von den Teilnehmern mitgebracht werden. Das ist auch am nachhaltigsten, weil dann muss ich die Geräte nicht erklären. Jeder hat die vorher schon kennengelernt. Internetzugang brauchen wir und eben die Software, die Sie da drauf haben, eine Textverarbeitung vielleicht oder die Möglichkeit, Texte zu schreiben oder eben auch was hochzuladen. Das ist aber in der Regel dann schon gegeben, wenn Sie da einen normalen Browser oder Browser-Software drauf haben. Maximal 10 Geräte oder 10 Teilnehmer, das sollte die Obergrenze sein, sonst wäre das nicht effektiv. Und wenn Sie da mehr Leute haben, dann kann man das Seminar eben auf mehrere Tage aufsplitten. Falls Sie weitere Informationen benötigen, rufen Sie mich einfach an oder besser noch, senden Sie mir eine E-Mail, dann kann ich Sie zu geeigneten Zeiten zurückrufen und Ihnen das, was an Fragen offen geblieben ist, erklären. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.